Im Namen des Game Tablets UDRAW von THQ für Wii findet Ende Januar in Hamburg ein Fotoshooting statt. Ehrengast ist die 26-fache deutsche Meisterin in rhythmischer Sportgymnastik, Magdalena Breschka. Ich bin hier heute beim Fotoshooting für UDRAW, für das UDRAW Game Tablet, was im März auf den Markt kommen wird. Von hier verschiedene Situationen stellen wir hier gerade da, Familien, Jugendliche, die unser Tablet austesten und ja, schöne Geschichte bisher. Für das Fotoshooting wird das Studio-Light von Popular in Hamburg in ein behagliches Wohnzimmer verwandelt. Man braucht kaum Regieanweisungen. Die Kinder wissen sofort, was sie machen müssen. Sie nehmen es in die Hand und können sofort perfekt damit umgehen. Also es ist überraschend einfach. Sehr schön. Man sieht hier, dass nicht nur kleine Kinder damit Spaß haben, sondern auch die Eltern durchaus ihre Freude mit dem Produkt haben. Und zum einen liegt sicherlich auch an dem Spielprinzip von Pictionary. Das erinnert die Älteren von uns an Montagsmaler von früher. Und es ist einfach ein schönes Partyspiel. Und die Kleinen, die können halt fleißig drauf losmalen. Zusammen mit UDRAW Studio, das mit dem Tablet im Bundle erscheint, finden gleich zwei weitere Spiele ihren Weg auf Nintendos Wii-Konsole. Das Partyspiel Pictionary und Dudes großes Abenteuer. Ex-Profisportlerin und UDRAW-Testimonial Magdalena Breschka hat bereits einen Favoriten. Pictionary finde ich total geil. Also, finde ich super. Es ist wirklich was zum Lachen und ist ein richtiges Familienspiel. Und das werden wir jetzt am Wochenende auf jeden Fall des Öfteren spielen. Während Pictionary mehrere Personen zum Spielen einlädt, malt man bei UDRAW Studio alleine. Die Malplattform bietet nicht nur weiße Leinwände, die darauf warten, mit Leben gefüllt zu werden, sondern auch eine Vielfalt lustiger Malvorlagen für Kinder. Da kannst du alles malen, was du willst. Jetzt bei den Formen, bei dem Malbuch kannst du nachmalen. Und wenn man selber malt, kann man halt seine ganze Kreativität dann sozusagen malen. Das Beste ist, wenn man es abspeichert, kann man es dann zum Beispiel auch drucken und dann als Karten verschicken oder Bilder verschenken. Also das macht Spaß. Neben Nintendo interessieren sich viele Third-Party-Publisher für das neue Game-Tablet. UDRAW bietet eine großartige Steuerplattform für viele verschiedene Spielegenres. Jump'n'Runs, Adventures und Rätselspiele sind neben den Zeichenprogrammen durchaus möglich. Ich denke einfach, dass wir noch viele Möglichkeiten entdecken werden, was man mit dem Tablet anstellen kann. Wahrscheinlich haben wir noch gar nicht das Potenzial komplett ausgeschöpft. Gleichzeitig sprechen wir auch mit anderen Firmen, ebenfalls ihre Titel umzusetzen für das Game Tablet. Und ich denke, da kommt noch einiges Spannendes auf uns zu. Das Zeichnen mit UDRAW machte nicht nur den Anwesenden riesigen Spaß. Das Game Tablet ist in den Vereinigten Staaten bereits ein Renner und wartet nur darauf, ab dem 4. März auch hierzulande die Künstlerherzen der Wii-Spieler zu erobern.